Ja, herzlich willkommen hier bei NH Tennis in Halle 2010 bei den Gary Bieber Open. Domi, danke, dass du dir nochmal die Zeit für uns nimmst hier. Ja, kein Problem, immer gerne. Wir haben nochmal ein paar Fragen an dich, und zwar ist es hier ein etwas anderes Interview. Also es geht nicht darum, jetzt nochmal dein Match zu analysieren, sondern das Thema heute ist Tennisprofi oder Alltagsleben. Erste Frage ist, gehen wir mal zurück an den Anfang deiner Karriere. War dir denn schon in der Schulzeit klar, dass du immer Tennisprofi werden wolltest? Ja, also ich habe immer schon als Traum gehabt, Tennisprofi zu sein, und habe auch schon früh angefangen, viel zu trainieren, und es war immer schon so, ja. Wie war das dann, als alles konkreter wurde? Standest du und vor allen Dingen auch deine Familie dann hundertprozentig auch hinter der Entscheidung? Weil Familien zum Beispiel wollen ja auch öfter, dass man den soliden Weg geht, man 9-to-5-Bürojob macht. Wie war es bei dir? Nee, meine Eltern haben mich eigentlich immer unterstützt. Zwar wollten sie immer, dass ich das Abitur auf jeden Fall mache. Aber sonst sind sie auch sehr sportbegeistert, und das war immer vollkommen Unterstützung, heute noch. Das ist natürlich ideal. Hast du dir dann am Anfang von deiner Karriere ein Zeitlimit gesetzt, in welchem Zeitraum du ein bestimmtes Ziel schaffen musstest? Oder hast du einfach gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal aus, wie es läuft, und dann mal weiterschauen? Ja, eigentlich eher Zweiteres. Also ich glaube, wenn man sich so Zeitlimits setzt, dann ist man vielleicht selber ein bisschen gehemmt, und deshalb habe ich einfach immer gesagt, ich spiele so lange, wie ich Spaß habe und wie ich gesund bin, und habe ja auch zwischendurch mal Pause gemacht, um ein Studium ein bisschen zu forcieren, und habe das eigentlich immer so vom Gefühl her entschieden, und ich sage mir jetzt nicht, ich bleibe auf jeden Fall, spiele auf jeden Fall bis 2012 oder so, spiele, solange ich Lust habe, und wenn ich morgen nicht mehr will, dann spiele ich halt nicht mehr. Okay. Bestimmt hast du ja auch mal schwierige Phasen gehabt in deiner Karriere, wo es nicht so lief, wo du vielleicht auch verletzt warst. Wie ist es dann mit der Finanzierung? Ich meine, ein Tennisprofi lebt ja davon, dass er spielt, dass er die Preisgelder einheimst. Was hast du dann gemacht? Ja, man legt ja auch ein bisschen was zurück, und ich habe ja auch schon seit 9 Jahren spiele ich Bundesliga bei Kurhaus Aachen, und das ist dann immer schon so ein ganz guter Rückhalt, den man da hat. Und aber natürlich, es ist natürlich kein normaler Job. Je besser man spielt, desto mehr verdient man, und wenn man natürlich lange Zeit nicht spielen kann, verdient man halt in der Zeit natürlich gar nichts. Aber da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen um mich. Gab es denn in diesen schwierigen Phasen auch mal einen Zeitpunkt, wo du das ganze Tennisprofileben in Fragen gestellt hast und mal kurz davor warst, alles hinzuschmeißen und was anderes zu machen? Ja, ich glaube, das hat jeder Profi mal in einer langwierigen Verletzung, die ich mal hatte, die fast ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert hatte, oder in einer Zeit, wo man nicht gut spielt, dann denkt man immer, ob das alles noch so Sinn macht. Aber ich glaube, im Endeffekt liebt man die Sportart doch dann so sehr, dass man immer wieder zurückkommt. Also war es bei dir quasi nie so, dass du mal Sehnsucht auch so nach einem normalen Job hattest, quasi wie bestimmt dann, keine Ahnung, du warst verletzt und deine Freunde hatten schon ihr Studium abgeschlossen, haben schon einen soliden Job erledigt, und du warst so ein bisschen in der Phase, was mache ich jetzt? Ist das überhaupt gut so, was ich mache, oder lieber was Solides machen? Nee, nicht wirklich. Also ich war eigentlich immer zufrieden mit dem Tennisjob und habe das immer gerne gemacht. Und es ist natürlich ein anderer Job, ganz klar, aber ich finde das aufregend, und ich reise gerne und sehe viel gerne von der Welt, und das ist natürlich mit dem Job erreicht man das sehr gut, und irgendwann, wenn ich Familie gründe, dann werde ich auch auf jeden Fall dann das Ganze beenden, aber in den nächsten Jahren noch nicht. Okay, letzte Frage. Wir blicken mal, keine Ahnung, 10, 15 Jahre vor. Du bist Coach, betreust einen Spieler, der deiner Meinung nach super viel Potenzial hat. Der steckt auch selbst mal in einer schwierigen Phase. Wie holst du den da raus? Was machst du da? Was hast du aus deiner Karriere gelernt? Ach, also erstens, glaube ich, sehe ich mich in 15 Jahren jetzt nicht als Coach arbeiten. Aber wenn, dann gebe ich ihm 2 Wochen frei, er soll 2 Wochen Party machen gehen, und wenn er dann auch noch wieder Lust auf Tennis hat, dann macht er weiter. Alles klar. Domi, es war schon fürs Interview. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ciao.